Oha, da war das letzte Schreibtagebuch ja mächtig lang, nicht wahr? Auch nicht ganz trocken in den Ohren, bin ich schon wieder da. ich sag mal so. Das letzte Schreibtagebuch war ja wirklich, wirklich, wirklich lang. Das war das längste, glaube ich, was jemals war, keine Ahnung. Da ich im Moment ja wirklich so viel zu berichten habe, richtig viel zu berichten habe, habe ich mir überlegt, dass es teilweise jede Woche ein Schreibtagebuch geben wird. Ich hoffe, dass es euch nicht zu viel wird und wenn, dann könnt ihr später gucken. Ja, aber damit es nicht ganz so extrem lang wird wieder. So eine Dreiviertelstunde ist schon. Oh Mann. Genau. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr viel zu berichten habe momentan, weil gerade so viel passiert und ich so gut vorankomme, dass ich euch da mitnehmen möchte einfach. Und das nicht irgendwie kürzen möchte oder die Woche mehrere Teile teilen. Ich meine, es sind ja in 2 Wochen. Und dass man eben wirklich sagt, dass man jede Woche ein Schreibtagebuch ist es vielleicht ein bisschen kürzer. Und wenn es jetzt nicht lohnt, wenn zu wenig passiert ist, dann gibt es eben kein Schreibtagebuch, gibt es eben wieder in 2 Wochen was. Muss ich eben immer abwägen, wie viel habe ich denn in der Woche gefilmt? Lohnt es für ein eigenes Video oder gibt es das erst in 2 Wochen? So werde ich es im Moment handhaben. Genau. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ich habe Jumas jetzt wieder so weit verlängert, wie es vorher war. Eben gerade im letzten Kapitel habe ich sogar schon oben, zumindest im Anfang, noch ein bisschen so verlängert, was mir gerade eingefallen ist. Wenn es mir einfällt, kann man es da so schon mal hinschreiben. Und dann sind ja noch einige Kommentare dran, die ich dann nochmal in der zweiten Runde ausmerzen will, beziehungsweise das sind tatsächlich alles Verlängerungen. Also an den Stellen wird es nochmal länger. Ich habe 4 von 9 Kapiteln komplett fertig. Die werde ich nicht nochmal anfassen. Die bleiben, wie sie sind. Jo. Und die anderen müssen eben an entsprechenden Stellen verlängert werden. Und wenn es nur einer Stelle ist, wenn es wirklich nur eine Stelle ist, wo ich sage, da muss ich nochmal ran, da muss nochmal was ausgeschmückt werden. Genau. Das Ende an sich habe ich, wie gesagt, auch schon ein bisschen angefangen zu verändern. Es wird nicht ganz so viel länger werden, weil so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte mit diesem abrupten Ende, ist es dann letztendlich gar nicht. Ja. Da kann man gar nicht viel mehr ausschmücken, fiel mir dann beim Drüberlesen wieder ein, dass es gar nicht so wirklich funktioniert. Von daher ist das schon in Ordnung. Ich möchte an einer Stelle noch ein bisschen, weil da war wirklich das so. Da wurde ich unterbrochen. Ich musste erst nochmal meinen restlichen Text anhören, was ich überhaupt gesagt habe. Also das eigentliche Ende, da ist noch ein zu harter Cut drin, dass es dann zu Ende ist. Da möchte ich noch ein bisschen ausschmückender werden und ansonsten war es das. Und ja. Das heißt, noch eine Runde. Und dann ist die Jungs auch fertig. Oh mein Gott. Und kann dann zu den Testlesern. Und da. Ja, gibt es keinen Aufruf mehr. Den hatte ich ja schon gemacht. Ohne meine Webseite. Von daher, da gibt es die Testleser schon. Da stehen die Testleser fest. Und diejenigen, welchen bekommen dann, sobald ich fertig bin mit der Überarbeitung, den Text. Manometer. Das ist ja wie Fließbandarbeit hier gerade. Völlig verrückt, völlig, weiß ich nicht. Kann man, und realistisch ist es nicht, nein, das ist nicht sofort, was mir gefehlt hat, was mir fehlt, was ich sagen wollte. Mir fehlen gerade so Wörter anscheinend. Irreal, irreal. Manche sagen surreal, ich weiß immer nicht, was der Unterschied zwischen irreal und surreal ist, aber so kommt mir das vor, als wenn das gerade irgendwie so Traumwelt. So sieht's aus. Moment. Ich werde jetzt ein Video gucken, dann werde ich ein bisschen was lesen. Das vernachlässige ich gerade wieder sträflich. Ich finde es so furchtbar, dass ich nicht alles unter einem Hut bekomme, obwohl es zeitlich endlich passen würde, wenn ich mich dann eine Stunde daran setzen und dann anders machen. Das klappt man nicht so richtig. Diese Routine ist irgendwie, ich mache das immer so wirklich phasenweise, dass ich mich intensiv in irgendwas reinbeiße. Wie jetzt zum Beispiel das Schreiben und alles drumherum und dann wieder stundenlang nur lese. Obwohl das auch nicht stimmt, weil ich immer wieder etwas anders mache. Also vor allem das Lesen ist irgendwie, bleibt den meisten verstreckt. Weil ich immer beim Lesen dann denke, ich muss das und das machen, das und das machen. Na egal, das ist ein anderes Thema. Gehört nicht ins Schreibtagebuch. Gut. Soviel dazu. Ich
wollte euch nur auf dem Laufenden halten, dass ich die neuen Kapitel jetzt erstmal wieder auf die richtige Länge, auf die vorherige Länge und ein bisschen weiter gebracht habe. Und dann geht's ans weiter ausschmücken und fertigstellen. Toll. Ganz super machst du das. Wirklich. Einsame Spitze. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Für euch ist wahrscheinlich gar nicht Abend, aber ist egal. Für mich ist Abend und ich habe heute tatsächlich die vierte Geschichte für den Adventskalender fertig geschrieben. Denn was ihr nicht wusstet, ich habe letzte Woche nebenbei einfach mal die vierte Geschichte angefangen und ich hatte nur noch einen Schluss zu schreiben. Was habe ich wieder gemacht? Sie ist auch fertig, das heißt, der nächste Testleseraufruf ist auch schon raus. Ne? Es kann also passieren, dass im Moment jede Woche tatsächlich ein Testleseraufruf rausgeht. Wobei ich mir nächste Woche nicht ganz so sicher bin, denn die Woche ist ein bisschen anders als die anderen Wochen, aber das erfahrt ihr im Vlog. Da möchte ich das nicht vorgreifen. Obwohl, das habt ihr wahrscheinlich schon erfahren. Ja, das Video geht später online. Das heißt, ich habe ja diese Woche Schulungen, eine Schulung, eine lange Schule, über 3 Tage Schulung. Und von daher sind die Zeiten alle ein bisschen anders. Muss ich gucken, wie ich damit klarkomme. Ja. Aber soviel dazu. Und ich habe auch schon die nächste Geschichte angefangen zu schreiben. Genau. Allerdings muss ich jetzt noch, ich habe auch die Webseite wieder erweitert. Heute ist ja Webseitentag. Das heißt, auf der ersten Seite sind ein paar News und es gibt halt, wie gesagt, den Testleseraufruf und das Schreibtagebuch. Sekunde, ich zeige es euch. Ich habe es jetzt schon zugemacht, sehe ich gerade. Naja. Wartet. Einen kleinen Augenblick. So. Das Schreibtagebuch hat eine eigene Seite bekommen. Das heißt, hier seht ihr jetzt alle Videos vom Schreibtagebuch. Auf einen Blick, da kommen die Thumbnails. Und da unten sind noch 2 andere Videos zum Schreiben. Und hier oben ist jetzt auch tatsächlich mal, meine Links zu Instagram und Facebook. Genau, die sind auch da. Von daher alles schön. So. Mehr gibt es, glaube ich, erstmal nicht zu berichten. Ich werde gleich noch die Überarbeitung von der nächsten Geschichte beginnen, also von der zweiten Geschichte beginnen. Quasi mir ausdrucken und dann schon mal nach und nach durchgehen. Beenden wir das heute definitiv nicht, aber schon mal ein bisschen anfangen durchzugehen. Und ja, vielleicht zur einen Seite oder so. Ja, schaffe ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr, weil es ist schon wieder 6:30. Was? Und ich habe wirklich nichts anderes gemacht als Schreibgedünse. Das ist ja eigentlich auch nicht so eine zweckige Sache. Ich wollte ja gar nicht den ganzen Tag daran verbringen, sondern noch ein bisschen was anderes machen. Ja, klappt prima, würde ich sagen. Aber ich bin gerade so drin, so im Gym. Ich würde am liebsten alles auf einmal machen jetzt gerade. Das ist passiert. Wenn man einmal den Rotstift zückt, kann man nicht mehr aufhören. Ich habe jetzt zumindest papiermäßig alles überarbeitet. Zumindest, was ich jetzt auf Papier machen kann. Das sind ja immer nur so Kleinigkeiten. Wird wohl doch schneller gehen, als ich dachte. Ich muss an einer Stelle nochmal was ändern. Und die Zeiten wieder anpassen. Ich schwanke da wieder mehr sehr. es geht. Also das ist, glaube ich, eine der schwächeren Geschichten. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich glaube, da muss ich auf Testleser warten, was da rauskommt und ob das funktionieren kann so. Es ist nämlich keine durchgängige Geschichte, kann man das so sagen. Es sind mehrere Geschichten in einem, kann man so sagen. Also sie ist ein bisschen anders als die anderen, sagen wir es so. Und vielleicht gefällt sie mir deswegen nicht ganz so gut. Ich meine, im Endeffekt ist sie für mich okay, sonst würde sie ja nicht, ne? Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht nicht so perfekt. Auch wenn ich es nicht wüsste, was ich anders machen könnte, wenn ich sie so in der Art und Weise schreiben möchte. Das ist das Problem. Wie gesagt, da warte ich auf Testlesermeinungen. Das ist dann vielleicht ganz gut.
Genau. Ansonsten bin ich erstmal fertig. Ich muss mir noch eine Sache notieren. So generell, dass ich eben in den Zeiten aufpassen sollte, dass wieder alles einheitlich ist. Aber ansonsten war es das. Ich packe das jetzt weg und beende meine Schreibgedönse für heute. So. Ich habe ja heute Morgen ein bisschen Zeit gehabt. Nicht viel, aber ein bisschen. Und habe dann tatsächlich die Wunschliste überarbeitet. Komplett fertig. Stickimicki. Hätte ich nicht gedacht, weil ich bei dem ja so skeptisch war. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Aber da vertraue ich einfach mal auf die Stimmen der Testleser. Ob man dann noch was ändern muss, anpassen muss, was auch immer. Oder ob es eigentlich so geht und ich mir eigentlich umsonst Gedanken darüber gemacht habe. Da ist der innere Kritiker wahrscheinlich ein bisschen sehr groß diesmal. Aber gut, so ist das. Ich lasse es jetzt so. Dann gucken wir mal. Sonst steht heute nur noch organisatorisch auf dem Plan. Ich bin sehr unscharf. Hallo, guten Tag. Ich werde erstmal von dem Drucker die Patrone wechseln. Oder mehrere Patronen, glaube ich sogar. Weil ich was drucken möchte. Ach, das ist ja, also dieses Unscharf-Gedöns, das macht mich ja wahnsinnig. Ja, ich möchte was drucken. Ich habe davon schon mal eine Sache gedruckt und ich möchte jetzt ein paar mehr davon drucken. Machen, tun. Wenigstens ein paar. Was es sein wird, zeige ich gleich, wenn ich denn hier anfange.
Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich ein paar stutterne Schlüsselanhänger gebastelt. Erstmal nur 5 Stück. Ich habe schon letzte Woche einen Prototypen gebastelt. Der ist meiner. Der liegt da oben bei meinen Büchern. Und ja, ich dachte, das wäre eine tolle Idee. Ich habe das auf Instagram irgendwie gesehen und dachte mir so, gar nicht mal verkehrt, und habe mir dann halt das entsprechende Bild so zurecht gebastelt und hinten auch mit ein bisschen Text. Also einfach nur, dass das, aus welchem Buch das ist, von wem das Buch ist und von wem das Bild stammt. Nur ein bisschen Text. Und ja, ich dachte mir so als kleine Goodies. Aber erstmal nur 5, weil Weihnachten ist ja vorbei. Dann kann ich immer noch welche basteln, wenn ich welche brauche. Ich habe ja hier jetzt noch so ein 2 Bögen, Vor- und Rückseite. Werde ich jetzt auch gut wegpacken, und ich kann, es geht ja ganz schnell. Das habt ihr ja gesehen, es ist ja ratzifatzi erledigt. Kann man ja schnell welche produzieren, wenn man welche braucht. Genau. Ja, wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Ich weiß gar nicht, was ich gestern erzählt habe. ob ich gestern was erzählt habe. Ich weiß überhaupt nicht, wie euer Stand der Dinge ist. Ja. Was habe ich heute gemacht? Was habe ich heute Morgen immer gemacht? Ja. Genau so und nicht anders. Was habe ich heute Morgen gemacht? Also ich habe heute Morgen meine 30-Tage-Challenge geschrieben, das weiß ich. Und ich glaube, viel mehr habe ich nicht gemacht. Ach, und meinen Plan weitergemacht. Genau, mein Schreibplaner. Ja, noch ein bisschen geguckt, wann was irgendwie sein muss. Genau. Und ich habe ja Adventsbazar angefangen zu schreiben. Ich habe auch vorhin schon. Ich war heute wieder früh dran bei meiner Schulung, deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt, bevor alle anderen kamen. Und habe dann noch ein bisschen gekritzelt. Die Geschichte wieder geschrieben. Muss ich nur noch abtippen und dann geht es damit auch weiter. Ich habe ja mit euch gestern gebastelt. Ich erinnere mich. Dunkeldüster. Genau. Und heute ist Marketing angesagt. Das heißt, das muss ich gleich mal machen. Mittwoch ist jetzt Marketing-Tag. Ob jedes Mal was kommt, weiß ich nicht. Aber zumindest versuche ich da jeden Mittwoch irgendwie was zu machen. Da bin ich ja noch sehr, sehr schlecht drauf, was sowas betrifft. Weil ich mir denke, ich bringe mich irgendwie auf oder sowas. Oder habe nichts zu erzählen. Oder es interessiert einfach mal gar keinen. Und ja. Aber gut. Jetzt habe ich was. Ich habe das Foto auch schon von der ganzen Weile aufgenommen. Ich glaube, letzte Woche sogar schon. Ja. Aufgenommen. Muss jetzt noch ein bisschen schick machen. Und dann geht es gleich hoch zu Instagram und Facebook. Genau. Mal was Neues. Und es geht jetzt mal nicht um mein Weihnachtsbuch. In letzter Zeit war es immer mein Weihnachtsbuch. Ja, das beschäftigt mich halt immer noch. Auch wenn wir inzwischen Januar haben, fast schon Februar haben. Beschäftigt mich immer noch. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch vielleicht sogar schon entweder noch in diesem Vlog erzählen oder also in diesem Schreibtagebuch erzählen oder im nächsten. Ich hoffe dass jedenfalls, dass es dann spruchreif ist, dass das dann funktioniert, und wir gucken mal, was damit in diesem Jahr möglicherweise, höchstwahrscheinlich, noch passieren wird. In der Karte, ob sie das zuspricht, ja? Dann passiert sowas. Was genau? Was? Nein! Ich brauche keine 1000 unbenannte Dokumente. Ich würde es so gerne jetzt schon hier verkünden, aber es ist echt schwierig, über etwas nachzudenken und zu planen und so weiter, ohne es hier zu teilen. Es ist fast in trockenen Tüchern. Fast. Oh! Und ich freue mich so. Das wird sicherlich toll. Aber ich bin mir noch unsicher, ob ich das schon erwähnen darf. Und dürfen kann ich alles, es ist ja nett, ne? Aber ich weiß es nicht, ob ich es jetzt schon möchte. Vielleicht erst im nächsten Vlogging. Jo, ich muss da noch ein bisschen was klären, aber nicht viel. Und von daher läuft das, würde ich sagen. Streut sich in 2 Richtungen, damit es hinterher wieder eins wird. Ich
rede voll kryptisch, oder? Egal. Es ist ja immer ein Weilchen hin, bis es soweit ist. Ein ganzes Weilchen hin, bis es soweit ist. Tap, tap, tap. Ja, ah, wie gesagt, es wird, es wird. Ja, los. Ein Muselkater heute vom Feinsten, ehrlich. Vom Feinsten. Und ich habe heute auch Humus bearbeitet. Heute Morgen schon. Und dann, bevor die Schulung heute anfing, habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Das heißt, ich habe erweitert. Und wahrscheinlich muss ich ein komplettes Kapitel umschreiben, damit das damit reinpasst. Und ja, mal gucken. Das wird noch lustig werden. Aber zumindest soweit Deutsch. Ich habe etwas erweitert. Ich habe gerade mal geguckt, wie viele Wörter das eigentlich sind bei Humans. Das sind gerade mal 6000 Krimskrams Wörter. So 10.000 wären schon schön, aber das wird nichts. Das ist ja nur eine Kurzgeschichte, von daher ist alles gut. In Taschenbuchseiten wären es, ich glaube, 26, 29, ich glaube 29, ja genau. Bis jetzt. Jo. Aber gut. Es wird nie als Taschenbuch rauskommen, es wird immer nur ein kurzes E-Book werden und dann ist gut. Ja. Wieder an einigen Stellen wollte ich ihn noch ein bisschen ausschmücken. Und von daher, vielleicht kommen wir noch auf die 10.000. Das wäre doch mal schön. So ein Ziel von, ich könnte es mir nicht als Ziel setzen, 10.000 Wörter hinzukriegen, oder? Machen wir mal. Ich setze mal das Projektziel, setze ich mal auf 10.000. Wenn man da richtig anklicken könnte, wäre das auch super. So, ansonsten habe ich die erste Kursgeschichte für den Adventskalender an die Testleser verschickt heute. Läuft. Ich muss, glaube ich, noch zwei E-Mails und einen Brief verschicken. Wow. Es ist sogar das Markierte drin, wenn ich es neu aufmache. Oh. Also ich habe einfach nur markiert. Das ist eigentlich, ja, so, man zieht halt so rüber, wie man so markiert im Text. Ohne irgendwie Kommentar oder so ein Kram. Diese blaue Hinterlegung. Die ist sogar drin, wenn man es neu aufmacht. Das ist ja verrückt. So, dann machen wir mal. Hallo. Wörter, und zwar 10.000. Wieso sind es jetzt einmal weniger? Waren das nicht schon 6.000 und irgendwas? Jetzt sind es nur noch 5.000. Okay. Das ist ja komisch. Das finde ich jetzt merkwürdig. Warum ist es einmal weniger geworden? Ich habe doch gar nichts gelöscht. Mir war das mehr so, als wenn es gestern Abend oder heute Morgen noch 6.000 irgendwas waren. Verwirrt. Egal. Ja. Wie dem auch sei, ich denke mal, ich werde nicht mehr allzu viel machen, sondern eben nur noch Korrespondenz mache. Und vielleicht noch das eine weiter, aber das wird, wie gesagt, schwierig werden. Das, glaube ich, schaffe ich heute nicht, weil ich noch so andere Sachen zu tun habe. Aber ich habe zumindest ein bisschen was gemacht damit. Und wie gesagt, die beiden E-Mails noch verschicken. Und dann noch zwei, ne? Ja, zwei E-Mails und ein Brief. Ein Brief an mich selbst, an mein Postfach. Ich will nochmal was probieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so ganz funktioniert hat beim letzten Mal. Also ich meine, ich bekomme Post in mein Postfach, aber eben nicht mit meinem richtigen Namen, sondern immer nur mit Aurora Bücherwelt. Und deswegen will ich es dann mit meinem normalen Namen probieren, ob das funktioniert. Einiges ist es ja auf mich zugelassen. Zwar auch auf Aurora, aber eben auch auf meinen richtigen Namen. Und deswegen soll das eigentlich funktionieren. Und eigentlich kam da auch schon mal Post an, aber irgendwie beim letzten Mal hat es nicht so ganz, und deswegen möchte ich gerne mal ausprobieren. Deswegen verschwende ich Porto für einen Brief an mich selbst. Das ist auch schön, oder? So erstmal. Na egal. Gut, soviel erstmal dazu. Während sich die Katzen noch ein bisschen streiten. Das ist fast wieder Krümelzeit, also Trockenfutterzeit. Noch eine kurze Rückmeldung zum heutigen Tag. Ich habe mir vorher die Geschichte in Testlese verschickt und habe schon die erste Rückmeldung bekommen. Noch ohne Fragebogen und alles, aber zumindest mal schon mal so ein Kurzfeedback. Sehr, sehr schön, freue ich mich total. Und ja, es gibt auf jeden Fall noch eine Wiederveröffentlichung eines E-Books. Ja. Da habe ich nämlich gerade das Cover quasi gekauft. Also es ist ein Premade-Cover, das ist okay.
Das passt da ganz gut, finde ich. Und dann schauen wir mal. Da wird wahrscheinlich demnächst sogar schon das Cover, also das E-Book neu, nicht herausgebracht, aber überarbeitet mit dem neuen Cover. Das möchte ich jetzt nach und nach bei allen machen. Mal gucken, ob ich wirklich alle dieses Jahr schaffe oder es wieder aufteilen muss. Das hat jetzt leider nicht funktioniert, aber ich will das so nach und nach in Angriff nehmen, alles, weil manche haben so grottige Cover. Das geht so nicht. Das geht einfach so nicht. Genau, und deswegen habe ich jetzt mal geguckt, ob ich irgendwas finde, was zu einem der Bücher passt zum Pre-Made-Cover und habe dann eins gefunden, was, finde ich, ganz gut zu dem Büchlein passt. Und deswegen ist das jetzt sozusagen das Erste, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist nicht das, ja, weiß ich nicht. Ne? Aber gut, ist schon immer das Erste. Irgendwie muss der Anfang machen. Hallöchen. Eins steht fest, ihr solltet unbedingt das nächste Schreibtagebuch im Auge behalten. Also nicht dieses, sondern das nächste. Da gibt es eine kleine Überraschung, kann man es nicht nennen. Aber eine kleine Ankündigung, ja, so kann man es schon eher nennen. Das möchte ich jetzt noch nicht verkünden, das mache ich dann im nächsten Schreibtagebuch, habe ich beschlossen. Man muss ja nicht immer alles zur gleichen Zeit. Weil ich habe mir einen Marketingplan erstellt. Verstehe nicht viel drauf. Aber zumindest ein bisschen, und deswegen wird es das erste im nächsten Schreibtagebuch geben. Ansonsten habe ich schon zur ersten Geschichte ein paar Rückmeldungen von den Testlesern bekommen. Und ich freue mich so. Es gibt noch keinen Fragebogen zurück, aber da haben sie auch noch alle Zeit. Aber gelesen haben sie es zumindest schon mal. Also zwei haben es schon gelesen. Und ja, freue ich mich total. Scheint zu gefallen. Und das ist doch mal die Hauptsache, würde ich sagen. Genau. Dann bin ich jetzt auf die Fragebögen gespannt, was dann dabei rauskommt. Und ja. Jetzt fällt mir gerade, ich habe doch Steffi was vergessen zu erzählen. Mist. Ich glaube, da kam Dalia gerade dazwischen oder so. Egal. Nicht so schlimm. Ich bin so müde. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich heute noch jemals bearbeite, aber ich glaube, ich werde es zumindest ein bisschen versuchen. Ich werde ein bisschen was gemacht bekommen. Ein Ticket to do auf meiner Liste, was ich heute noch machen müsste. Ansonsten ist das nicht mehr viel. Genau. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt überhaupt noch was folgt. Wir haben ja schließlich schon Freitag. Und am Wochenende schreibe ich ja für gewöhnlich nicht. Oder machen tun. Das ist ja Wochenende. Aber weiß ich nicht. Vielleicht packt es mich dann wieder und ich mache doch was. Man weiß es nicht. Jo. Aber soviel erstmal dazu. Ich habe auch meinen Schreibplaner, mir neue Monats- und Wochenziele. Also Wochenziele nicht. Die Woche ist noch nicht um. Es kommt ja irgendwann sonntags. Aber zumindest ein neues Monatsziel und zwei neue Monatsziele überlegt. Die auch auf jeden Fall realistisch sind. Eine wird quasi schon, wie gesagt, im nächsten Schreibtagebuch verkündet. Und somit ist es dann auch schon umgesetzt, kann man sagen. Ja, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Ja, und das andere, das ist auch, sollte auch klappen. Weil die Monatsziele vom Januar habe ich auf jeden Fall geschafft. Naja, eins ist noch nicht 100% abgeschlossen, aber das läuft weiter. Das war einfach nur die Autoren-Webseite wieder mit Leben zu füllen. Und da bin ich ja dran, da fehlt noch ein bisschen was, aber das läuft ja jetzt jeden Montag. Genau. Ja, ansonsten ist noch nicht viel passiert heute.